Abgeordnete heute bei uns sind, werden wir uns damit begrüßen, für die jeweilige Riege stellvertretend nur einen zu begrüßen, für die Riege der freiheitlichen steirischen Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Josef Riemann. Für die freiheitlichen steirischen Abgeordneten zum Bundesrat, Herrn Gerd Krusche. Stellvertretend für die freiheitlichen Abgeordneten zum Steirischen Landtag, den Klubobmann Herrn Stefan Herrmann. Und zu guter Letzt, zumindest von der steirischen Seite her, als Vizebürgermeister der Stadt Graz, den Pokalmatador im engeren Sinn, Herrn Mario Balstacchio. Von der einen Seite der Veranstalter, von der FPÖ Steiermark, auf der anderen Seite, auf der Seite vom Leopold Stocker Verlag, ist es wesentlich kürzer. Hier begrüßen wir den Inhaber und Verleger des Stocker Verlags, Herrn Magister Wolfgang Dorak Stocker. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag, meine Damen und Herren. Aus dem Wiener Landtag begrüßen wir die Grauen Damen der Wiener FPÖ, Stadträtin Ursula Stenzel. Und selbstverständlich Ihren Kollegen im Wiener Landtag und Gemeinderat, aber heute vor allem in seiner Eigenschaft als Autor hier, Herrn Martin Hobeck. Und jetzt haben wir uns was ganz Besonderes gegen Ende der Begrüßung aufgehoben, meine Damen und Herren. Die nächste Dame hat besondere Umstände auf sich genommen, um heute hier bei uns zu sein. Sie ist nämlich in anderen Umständen, sie ist hochschwanger zu uns gekommen und es ist eine besondere Freude, heute Philippa Strache zu haben. Und zu guter Letzt, meine Damen und Herren, die Person, um die sich auch in diesem neuen Buch, in dieser neuen Biografie alles dreht, begrüßen wir gemeinsam den Bundesparteiobmann der Freiheitlichen Partei Österreichs, Herrn Bundesminister, Vizekanzler H.C. Strache. Unsere Bühne hier früh den Anfang macht der Verleger des Stocker Verlages, Magister Wolfgang Dorak Stocker. Bitte. Herr Magister, jetzt liegt das Buch endlich vor. Es ist ein weiter Weg gewesen von der Idee bis zur Verwirklichung. Nicht ganz so weit wie der von Rebell zum Staatsmann, aber immerhin. Wie hat sich das Projekt eigentlich ursprünglich angelassen und wie hat sich es dann weiterentwickelt? Naja, den Autor Martin Hobeck kenne ich seit den 1990er Jahren. Damals hat er schon ein politisches Buch bei uns im Stocker Verlag herausgebracht. Und ich war frisch von der Universität bzw. von einem deutschen Verlag gekommen, auch im elterlichen Verlag in Graz. Und als er vor eineinhalb Jahren zu mir gekommen ist mit der Idee dieser Biografie, fand ich das großartig. Aber dann ist etwas passiert, was den Zeitplan durcheinander gebracht hat, was prinzipiell erfreulich ist. Der Zeitplan des Herrn Strache hat sich als Vizekanzler erheblich verengt. Und er hat weniger Zeit gehabt, im Autoredner und Antwort zu stehen. Und so sind wir sehr, sehr froh, dass wir doch es heuer noch geschafft haben. Herr Magister, hinter dem Buch steht natürlich nicht der Verleger allein, sondern der ganze Stocker Verlag mit seiner langen Tradition und einer ganzen Menge Menschen, die bei Ihnen im Haus beschäftigt sind. Erzählen Sie uns auch ein bisschen etwas über den Verlag. Ja, ich finde, dass das Buch aus zwei Gründen sehr gut zu uns passt. Der eine Grund ist, sag mal, wir sind fast so alt oder ungefähr so alt wie die Republik Österreich. Wir sind schon 1917 gegründet worden. Mein Großvater war zuerst an der Front und ist dann als Agraringenieur in die Steiermark gekommen, um die Lebensmittelproduktion zu erheben, die landwirtschaftliche Produktion zu erheben. Die war natürlich schon, es hat schon Probleme gegeben diesbezüglich und er hat gesehen, dass das Wissen, das auf den Universitäten herrscht, nicht bei den einfachen Bauern ankommt und hat dann die erste Fachzeitschrift für den bäuerlichen Familienbetrieb gegründet, die bis heute eben die führende Fachzeitschrift in Österreich und mittlerweile auch im süddeutschen Raum ist. Ja,
aber nicht als Verleger tätig, sondern auch als Politiker. Er war schon gewählter Abgeordneter der steirischen Bauern in der verfassungsgebenden Nationalversammlung, in der konstituierenden Nationalversammlung 1919. Er hat dann die freiheitlichen, die nationalfreiheitlichen Bauernbünde der verschiedenen Länder zum Landbund für Österreich zusammengefasst. Der erste Bundesobmann dieser freiheitlichen Partei hat sich dann aus der Politik zurückgezogen. Und der Landbund war aber lange Zeit Koalitionspartner der Christlich-Sozialen in der Ersten Republik. Wir beschäftigen heute ungefähr 100 Mitarbeiter in Österreich, Deutschland, auch in der Ukraine und sogar auch im Kosovo mittlerweile. Sind sehr stark natürlich im landwirtschaftlichen Bereich, auch im Ratgeberbereich. Stermann und Grissemann haben darüber gewitzelt in ihrer Sendung letzte Woche und haben gesagt, naja, im Stocker Verlag kommen so spannende Titel heraus wie Socken stricken und Knödel kochen. Was tut da ein Buch über Hansi Strache? Aber ich muss sagen, wir haben immer wieder gerne auch, und wir sind einer der letzten größeren österreichischen Privatverlage, wir haben immer wieder Bücher über österreichische Politiker und von österreichischen Politikern gebracht. Eines über Jörg Haider, vier von einem anderen Vizekanzler, vom damaligen ÖVP-Vizekanzler Josef Reger, der, glaube ich, das Buch von über Hansi Strache ist bei uns in sehr guter Gesellschaft. Das glaube ich auch. Herzlichen Dank, Magister Stocker. Und auch unser nächster Gast auf der Bühne, der ganz besonders hat uns eine ganze Menge zu diesem Buch zu erzählen. Es ist der Autor höchstpersönlich. Herzlich willkommen, Martin Hobeck. Lieber Herr Hobeck, auch an Sie wieder die Frage, wie ist es zum Buch ursprünglich gekommen, wie war die Idee? Ich habe nur von der Entwicklung einiges mitgekriegt, Sie haben das ja nicht nur nach langen Abenden im Landtag, langen Nächten in Wien geschrieben, es ist ja teilweise sogar an so abenteuerlichen Orten entstanden, wie einem Goldwäscher-Saloon in Alaska, wo Sie zwischendurch auch gewesen sind, also schon eine interessante Vorgeschichte. Wie ist Ihre Vorgeschichte mit Hansi Strache? Wie weit reicht die gemeinsame Geschichte zurück? Ja, die gemeinsame Geschichte mit Hansi Strache feiert nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr quasi ein 30-jähriges Jubiläum. Wir haben uns da in einem Studentenlokal kennengelernt. Ich war beim damaligen Jugendfreiheitlichen Jugend in Wien nicht sehr zufrieden. Das war noch ganz andere Zeit und ganz andere Leute. Und ihn haben sie auch nicht sehr gemocht. Und da gab es dann eine Konkurrenzgründung. Und dort sind wir einander dann über den Weg gelaufen. Anfangs noch in einer sehr studentischen Atmosphäre eigentlich. Hat er der Bettelstudent geheißen, das Lokal. Was auf uns beide damals noch sehr gut zugetroffen hat. Und ja, so waren wir dann halt so eine kleine Clique, die sich da jeden Montagabend getroffen hat. Und das war für mich was Selbstverständliches. Ne? Man denkt ja nicht Jahrzehnte voraus. Ne? Man denkt auch überhaupt nicht, dass man da mit einem Vizekanzler später am Tisch sitzen wird. Wobei man bei mir schon sehr früh bemerkt hat, er wird es weit bringen. Das war eigentlich allen klar. Und ja, so sind wir, nachdem ich auch in der Politik hängen geblieben bin, kennen wir uns eben schon so lange jetzt. Und die Idee ist eigentlich ganz komisch entstanden. War nicht meine Idee, muss ich sagen. Aber es haben vor allem die ganz Jungen bei uns in der Partei haben immer wieder Fragen gestellt, wie, da merkt man, wie man alt wird. Ne? Wie war das damals zur Zeit der Spaltung? Also das ist eine klassische Frage von ganz Jungen bei uns in der Partei, weil die haben das da gehört mit dem Haider, den es da gegeben hat, und das BZÖ. Und dann habe ich das halt erzählt und ich war da wirklich mittendrin und habe das teilweise erste Fußfrei miterlebt. Das war sehr bedrückend damals. Ihr in der Steiermark habt so einen existenziellen Kampf auch miterlebt und zwar noch eine Spur schlimmer. Ja. Und ja, und dann, wenn ich das geschildert habe, war das meistens sehr dramatisch, eben aus dem eigenen Leben. Und da hat es dann immer wieder geheißen, warum schreibst du kein Buch drüber? Du hast ja schon ein paar Bücher geschrieben, warum nicht über das auch? Ne? Beim ersten Mal lacht man herzlich, ne? Beim zweiten, dritten Mal nimmt man es auch noch nicht ernst. Und irgendwann auch über die Jahre, wenn man es dann schon mehrmals gehört hat, denkt man sich, naja, warum eigentlich nicht? Ne? Dann beginnt man darüber nachzudenken.
Und mir war aber klar, es wird jetzt keine Biografie im klassischen Sinn oder keine Memoiren in dem Sinn, das ist ja auch zu jung, der Vizekanzler, also so mit Sandkiste und so. Und ich wollte eigentlich auch ein bisschen auch über die Strache-FPÖ schreiben, ja, weil er hat ja nicht nur die österreichische Innenpolitik verändert, sondern auch die Partei selbst. Ja. Und da bin ich dann einmal an ihn herangetreten, habe ihn mit dieser Idee konfrontiert, er war sehr überrascht, hat es aber begrüßt. Ich habe gesagt, du, ich will Zeit schreiben über die Strache-FPÖ und über deine Zeit in der Spitzenpolitik. Wann beginnt die eigentlich für dich? Ja? Mit dem Bundesparteiobmann 2005 oder schon mit dem Wiener Landesparteiobmann 2004? Und dann hat er mich überrascht mit dem, naja, das war eigentlich dieses Treffen mit dem Herbert Kickl im Herbst 2003, wo er mich herangetreten ist und eben die Situation geschildert hat und mich da quasi gebeten hat, die Partei zu retten, um es jetzt verkürzt zu formulieren. Ja, und das war, wie gesagt, für mich sehr überraschend, war aber natürlich auch ein guter Einstieg. Ne? Und damit ist kein Zufall, dass das Buch auch genau mit dieser Situation dann auch beginnt. Also das war der Anstoß. Und wie ist dann die Zusammenarbeit mit dem Herrn Vizekanzler konkret verlaufen? Bei seinem randvollen Terminkalender, wie darf man sich da die Zusammenarbeit vorstellen? Ja, war nicht einfach. Ja. Also es ist dann immer enger geworden. Letztendlich, ich habe jetzt nicht so viel gebraucht, wenn ich ein Mann von außen wäre, der die Memoiren schreibt. Das wäre ja gar nicht gegangen. Ja. Aber so, nachdem ich, wie gesagt, wir uns ja schon 30 Jahre kennen, nicht viel dabei war, hat es natürlich schon einige Kumulationspunkte gebraucht, wo ich schon natürlich seine Erfahrungsschatz gebraucht habe. Wie gesagt, das ist dann so vor eineinhalb Jahren oder so ein bisschen schwierig gewesen. Die Termine waren dann so in 3-4 Monaten oder so. Man hat dann halt darauf gestoßen, man möchte das, also vor allem sein Umfeld, ja, man möchte das schon ein bisschen vorantreiben, nicht irgendwann 2030 damit rauskommen. Und das hat dann aber zunehmend gut geklappt. Und ich muss sagen, eigentlich dann im Juni, genau vor der Sommerpause der letzten, haben wir dann so ein sehr entspanntes Gespräch gehabt, dort, bis wir im Vorzimmer ein paar Leute vorbei waren. Und da haben wir dann wirklich, also fast so wie wir uns mit dem Mann werden, haben wir dann, glaube ich, so 2,5 Stunden zusammengesessen. Das war natürlich auch wichtig, weil es so quasi das letzte Aufräumen war nach offenen Punkten. Und ja, war eine gute Geschichte und hat nachträglich gesehen Spaß gemacht. Und hat auch in den Medien einen breiten Widerhall gefunden, in bundesweiten Zeitungen, auch in den Bundesländerzeitungen, Zeitschriften. Die Freunde vom Standard haben gleich 4-mal oder glaube ich 5-mal sogar darüber berichtet. Der ORF Report und der Willkommen in Österreich ist ein schönes Zitat, hat das Buch also sehr breit gebracht, lange in die Kamera gehalten und als ideales Weihnachtsgeschenk bezeichnet. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie uns nicht glauben, glauben Sie es dem ORF. Andere Medien hingegen die uns also weniger freundlich sind als der ORF, haben gesagt, das Buch ist zu unkritisch geraten. Was entgegen Sie auf diese Kritik? Also ich habe völlig gehört, dass es in erster Linie verrissen wird oder negativ beurteilt wird. Es war immer schlecht gemeint, was man gelesen hat meistens. Wobei das Gegenteil von gut ist gut gemeint und da ist genauso. Ja. Das Gegenteil von schlecht gemeint ist nicht schlecht. Also Sie können schreiben, was Sie wollen, haben Sie schreiben, es ist gut. Und mir war völlig klar, dass es natürlich verrissen wird. Ja. Aber man weiß nie, wie Sie es verreißen werden, worauf Sie sich da stürzen werden. Mir hat das dann doch ein bisschen überrascht, dass sie bei einem Buch, das 2003 beginnt und auch bekennend 2003 beginnt, sie dann die ganzen Geschichten im Wald unbedingt haben wollten. Also auf das versteifen sie sich alle. Ja, das, was da damals in den späten 80er Jahren war, es kommt da überhaupt nicht vor. Ja, gut, ja, wenn 2003 beginnt, ist das halt so. Ich muss auch sagen, ich bin auch ein Wiederholungstäter, ich habe voriges Jahr ein Buch über Lettland rausgebracht, da kommt die chinesische Mauer auch mit keinem Wort vor. Also, das ist halt so. Und was das Unkritische betrifft, ich bin natürlich, das ist eine Innenansicht, ja, und die ist natürlich anders als Außenansicht. Ja. Ich bin sehr wohl ein kritischer Mensch, und Sie weiß das ja auch, aber natürlich ist meine kritische Meinung innerhalb zum HC oder auch manchmal zur Partei natürlich anders, als wenn es der Grünhaarige im autonomen Zentrum äußert. Jetzt zugespitzt formuliert, und das ist ja auch ganz logisch. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ich habe die Biografie vom Kern gelesen, die da vor ungefähr 1,5 Jahren erschienen ist, vom Robert Miesig, ich muss sagen, die war weniger kritisch. Ja.
also so Geschichten, ich bin doch auf das Land der Hand und so weiter eingegangen, wo da auch innerhalb der Partei Diskussionen waren, ganz bewusst, es soll eine kalibrierte Geschichte sein. Und also, ja, dass der Vorwurf kommt, war nicht ganz unlogisch, soll sein, ich kann damit leben und ich glaube, die das lesen auch. Danke, Martin Hubeck, vorläufig. Jetzt erst richtig los, grau ist alle Theorie, aber jetzt gehen wir in dieses blaue und rot-weiß-rote Buch hinein und Sie werden die erste Stelle uns vorlesen. Und zwar, wir werden später noch den einen oder anderen Sprung machen in der Abfolge, uns nicht ganz an die Chronologie halten, aber zumindest ganz am Anfang, wie es sich hört, öffnet sich der Vorhang ganz am Anfang des Buches, die erste Leseprobe. 2003, wie alles begann. Bitte. Das habe ich natürlich hochprofessionell vorbereitet und habe das rauskopiert und vergrößert und im Auto liegen lassen. Aber Buchautoren sind so ein bisschen wie zerstreute Professoren. Ich glaube, da kann man das gleich lassen. Also ich kenne das Buch ein bisschen. Also, aber die Brille werde ich auch nehmen. So. Das Haar leuchtet in sattem Gold. In Sekundenschnelle verblasst es und wird wieder eins mit seiner Umgebung. Draußen sind die Temperaturen schon etwas herbstlich, aber drinnen wissen die Biertrinker es nach wie vor zu schätzen, dass die Gläser so stark vollgefüllt werden, dass sie schlagen. Der Zeigefinger zeichnet zwei neue senkrechte Striche und verbindet sie mit einem Querbalken. H. Das ist H wie Herbert und H wie Heinz. Herbert Kickl hat als Treffpunkt das Einstein vorgeschlagen, dessen Eingang sich im Arkadengang jenes Gebäudeblocks befindet, der zwischen der Universität Wien und dem Rathaus liegt. Hier kommen alle sozialen Schichten und Altersgruppen zusammen, vom hohen Magistratsbeamten knapp vor der Pension bis hin zum erstsemestrigen Studenten. Herbert Kickl mag das markante Ecklokal. An der schräg gegenüberliegenden Hauptuni, wie sie in der Bundeshauptstadt mit den vielen Hochschulen genannt wird, hat er Philosophie, Politikwissenschaft, Publizistik und Geschichte studiert. Jetzt arbeitet Herbert Kickl für den Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider. Das südlichste Bundesland Österreichs ist auch Kickls Heimat. 1968 in Villach geboren, wuchs er in Mittelkärnten auf. Diese Region ist traditionell ein sehr guter Boden für die Freiheitlichen. Bei Wahlergebnissen liegen sie in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg prozentuell um ein Vielfaches höher als im Bundesschnitt und stellen immer wieder mal Bürgermeister in kleinen Gemeinden. Kickl machte auch die Matura in Kärnten, im Spital an der Drau. Seine Klassenkameradin Eva Klawitschnik, ein Trachtenmädel, das bei der Hausmusik der traditionsbewussten Familie die Zither spielte, sitzt seit 4 Jahren für die Grünen im österreichischen Parlament. Herbert Kickl ist sicher der politischere Mensch, aber er scheut das Rampenlicht. Bei den Kärntner Freiheitlichen ist er offiziell für die interne Kommunikation zuständig. Jörg Haider schätzt ihn überdies als seinen Redenschreiber. Den meisten Kärntner Funktionären jedoch ist Kickl nicht geheuer. Kleine Brillen à la John Lennon, Stoppelbart und legere Kleidung tun ihr Übriges. Kickl wirkt wie ein Wiener Student und ist ein Doppelsuspekt. Die meisten Kärntner fühlen sich seit dem Abwehrkampf ihrer Heimat nach dem Ersten Weltkrieg von den als arrogant empfundenen Wienern verraten und seit es in der Landeshauptstadt Klagenfurt eine eigene Universität mit primär antifaschistischem Selbstverständnis gibt, die gerne auch die berüchtigten Tito-Partisanen glorifiziert, betrachten viele von ihnen akademischen Boden als Feindesland. Herbert Kickl ist ein Außenseiter, dessen Wohl oder Wehe einzig vom alles überstrahlenden Landesvater Jörg Haider abhängt. Er wird nicht überall eingeweiht, aber sein Machergeist bekommt trotzdem alles mit und ihm ist klar. Jörg Haider will die sich durch seine eigene Schuld in einer schweren Existenzkrise befindliche FPÖ verlassen und eine neue Partei gründen. Nach außen hin scheint nur mehr die freiheitlichen Kärnten auf, die Parteifarbe Blau wird gänzlich durch Orange ersetzt. Weil Jörg Haider von der Orangen Revolution in der Ukraine schwärmt und er interessiert sich bemerkenswerterweise für alle bisherigen Parteineugründungen in der Geschichte. Herbert Kickl weiß, es ist Zeit zu handeln. Er geht davon aus, dass Jörg Haider nur in Kärnten Erfolg haben wird. Für die FPÖ in den 8 anderen Bundesländern aber würde die orange Abspaltung den Todesstoß bedeuten. Damit wäre das Ende des dritten Lagers besiegelt. Die FPÖ gilt in Europa seit der 1986 begonnenen Obmannschaft Jörg Haiders als erste wirklich erfolgreiche Partei des Rechtspopulismus.
Journalisten aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland sind allerdings oft überrascht, dass die FPÖ bereits seit 1956 besteht, schon vorher 30 Jahre lang mit konstant 5% Wähleranteil im Parlament saß und 1979 bis 1993 der Liberalen Internationale angehörte. Die nationalliberale Partei mit besonders vielen Freiberuflern und Bildungsbürgern in den Städten sowie Protestanten am Land stellte durchgängig den Präsidenten des Rechnungshofes und ging 1983 auf Initiative des scheidenden SPÖ-Bundeskanzlers Bruno Kreisky sogar eine rot-blaue Koalition ein. Schon in der Zwischenkriegszeit hatte die FPÖ zwei erfolgreiche Vorläuferparteien, eine städtische und eine ländliche, und sieht die Revolution von 1848 als Geburtsstunde ihrer Bewegung. Das abrupte und schmähliche Ende dieser 155 Jahre alten Tradition wird die Jahresgipfel verhindern. Er hält außerhalb Kärntens Ausschau, ob sich unter den durchgebeutelten Landesgruppen ein potenzieller Retter finden könnte, und er wird in Wien fündig. Heinz-Christian Strache, 34 Jahre jung und trotzdem schon seit 7 Jahren Abgeordneter im Wiener Gemeinderat und Landtag. Kicki nimmt den Vitalität ausstrahlenden Strache aus der Distanz genau unter die Lupe und fasst Hoffnung. Aber jetzt steht eine heikle Etappe bevor. Strache muss eingeweiht und gewonnen werden. Hans Weichselbaum vereinbart als Mittelsmann das dezidiert vertrauliche Treffen. Da sitzt Herbert Kickling und im Einstein und malt nervös ein Haar nach dem anderen auf die milchig trübe Oberfläche seines Bierglases. Ihm ist wohlmütig zumute. Er ist schon einige Minuten früher eingetroffen, um sich geistig sammeln zu können. Sein Respekt vor Strache ist noch gewachsen, seitdem er bei der Recherche herausfand, dass dieser Wiener Jugendlandesvizemeister im Schach war. Dass er in Kärnten als Radikaler gilt, vergrößert das Unbehagen. Aber wird er überhaupt kommen? Oder hat Kickl sich in ihm getäuscht? Und wird er vielleicht unmittelbar nach dem Gespräch gar keinen Bericht erstatten? Falls der befürchtete Supertraum nicht eintritt, ist deswegen noch nichts gewonnen. Wird Strache ihm Glauben schenken und darüber hinaus selber annehmen? Oder wird vielleicht gar irgendjemand, der beide kennen, sie zufällig sehen, etwas aufschnappen und alles zunichte machen? Nein, in diesem Punkt beruhigt sich Kickl selbst. Der Tisch 21 steht zwar direkt vom Ausgang ins Obergeschoss, aber ein gewisser Grundgeräuschpegel und die kleinen Einheiten, die obwohl ohne Trennwände fast ein wenig Kohlen wirken, geben Sicherheit. Auch der beleibte FPÖ-Funktionär am Nebentisch, ein seit langem in Wien lebender Oberösterreicher, wird nichts vom Gesprächsinhalt mitbekommen und schon gar nicht den Kärnten anrufen. Schließlich erscheint Strache. Er ist neugierig, aber anfangs vorsichtig. Es könnte sich um den Fall Jörg Haiders handeln, um das aufstrebende Jugendtalent auszuschalten. Schließlich ist Kickl in Wien als Jörg Haiders Einflüsterer bekannt. Strache bestellt einen Schinken-Käsetoast mit Spiegelei, Kickl ein überbackenes Camembert mit Preiselbeeren. Beide ordern überdies je großes Bier. Strache zündet sich eine Kemmel-Light an, neben Marlboro Light damals seine bevorzugte Marke. Er wird damit dazu beitragen, dass der verrauchte Luft den Beschlag auf den Biergläsern gleicht. HC, wie er sich selbst gerne nennt, hört sich ja mit Kickls unglaublichen, aber glaubwürdigen Lagebericht an. Das gegenseitige Vertrauen wächst und am Ende sind sich die beiden einig. HC Strache strebt an, im Folgejahr Vorsitzender der mächtigen Landesgruppe Wien zu werden und wird sich danach gegen Haiders politisch-mörderisches Manöver in Stellung bringen. Die beiden bleiben noch sitzen und beginnen noch privat zu reden. Während der nächsten Stunden findet noch so manches Bier im eiskalten Glas seinen Weg zum Tisch 21. Der Beginn einer besonderen Freundschaft, die nicht ohne Auswirkungen auf die österreichische Innenpolitik bleiben wird. Danke dem Autor Martin Bobek. Und wir setzen gleich fort auf der Bühne mit unserem nächsten Gast. Einen kräftigen Applaus für Ursula Stenzel. Frau Stenzel.
Sie Ihnen ist im Buch ein eigenes Kapitel gewidmet, aber es wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn Sie das auch selber vorlesen würden. Es ist vielleicht interessanter, wenn Sie es ein bisschen nacherzählen. Das Kapitel trägt den Titel Q1, Ursula Stenzel wird gewonnen und bezieht sich auf die Wiener Landtagswahl 2015. Sie waren vorher ein ORF-Aushängeschild, ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament, Bezirksvorsteherin, noch immer Rekordhalterin, was die Vorzugsstimmen angeht. Wie ist es HC Strache damals gelungen, sich zu gewinnen? Also zunächst einmal muss ich sagen, habe ich nicht gerechnet, dass ich in diesem Buch so prominent vorkomme und bin sehr stolz darauf. Eine Wegstrecke in HC Strache. Und ich muss ehrlich sagen, an viele Dinge erinnert man sich ja selbst nicht so gut, es sei denn, man führt ununterbrochen Tagebuch, was ich eigentlich nie getan habe, weil mir ist alles eigentlich im Kopf abgespeichert. Es war interessant, das wieder zu lesen, wie du das, Martin, sehr gut zusammengefasst hast. Und es ist mir natürlich in lebendiger Erinnerung die erste Begegnung, die wir gar nicht so geheim im Burgtheater Westenbühl abgehalten haben. Und da war natürlich ein Tisch für uns reserviert in diesem wunderschönen Restaurant, wo also mein Mann dieses Restaurant zwar noch nicht gekannt hat, weil er ja fast vor 10 Jahren verstorben ist, aber immerhin mehr als 50 Jahre einer der bedeutendsten Schauspieler an dieser Bühne war. Also ich habe das Vestibül eher gekannt aus den Erinnerungen meines Mannes als einen Probenraum, aber nicht als ein Restaurant. Jetzt ist das ein Restaurant und heißt Vestibül. Vestibül gibt es natürlich nach wie vor, aber hier haben wir uns eben getroffen, abgeschirmt in einer Loge, wunderbar, und wir haben uns auf Anhieb blendend verstanden. Also wenn man so sagt, die Chemie stimmt zwischen zwei Persönlichkeiten, dann war es das, und ich muss sagen, ich habe ja immer auch deinen Hang zum Wesentlichen, deine Schärfe, der Problemerfassung, der Problemanalyse und des Verdeutlichens auch dieser Problematik wahnsinnig geschätzt. Und so hat sich auch mein Weg zur FPÖ angefangen, bevor wir uns noch so eng gekannt haben. Ich habe deine Interviews verfolgt, deine Fernsehauftritte. Bist du damals natürlich schon niedergeschrieben worden als Radikalinski, also Rebell und so weiter. Und ich habe mir immer gedacht, das stimmt überhaupt nicht. Der Mann kommt auf den Punkt und sagt es. Und das war deine Stärke. Und so, also jetzt waren wir endlich beisammen und haben es eigentlich gar nicht geheim im verschlossenen Kämmerlein gemacht, weil ich auch mich nicht verstecken wollte mit meinem Entschluss zur FPÖ zu gehen. So, und dann, ich habe ja seit vielen Jahren nicht mehr geraucht. Und du hast natürlich noch eine Lust gehabt, nach diesem sehr guten Essen dort, ist nach wie vor sehr gut, ein Zigarette zu haben zum Kaffee. Also gingen wir vorne hin, sozusagen in den Vorbereich dieses Lokals, weniger abgeschirmt, und wer saß überall dort? Der Feinmann, damals noch Bundeskanzler, mit seinem Pressesprecher und so. Also es war für uns sowas von amüsant, etwas, was wir geheim eigentlich mehr oder minder diskret machen wollten. Plötzlich hat man uns zusammen gesehen, wunderbar. Die Verblüffung dieser Herren, Feinmann war es ja dann nicht mehr lange, nicht mehr, war gigantisch. Also das war die erste Begegnung und das hat mich bestärkt, diesen Weg zu beschreiten. Und ich bin wirklich ich bereue nichts in meinem Leben. Aber am wenigsten bereue ich meinen Schritt zu Heinz-Christian Strache und der FPÖ. Sagen, Sie haben in der FPÖ eine neue Heimat gefunden. Ja, das kann man sagen. Das ist unglaublich, wie ich hier aufgenommen wurde. Und mir war es natürlich auch ein wirkliches politisches Anliegen. Ich hatte so einen Schritt überlegt, man sich natürlich reiflich. Ja, das ist nicht so ohne, so etwas zu machen. Aber ich habe diesen Schritt gemacht, weil ich eine Überzeugung verwirklichen wollte. Ich fand es falsch, seit Wranditzky diese Strategie der Ausgrenzung der Freiheitlichen Partei. Das habe ich als einen kolossalen Fehler empfunden. Ich habe es schon als einen kolossalen Fehler empfunden, wie die erste
schwarz-blauer Regierung noch unter Schlüssel war. Ja? Ich habe mir gedacht, das darf ja nicht wahr sein, wie man hier von der europäischen Ebene, auch von der Konservativen her, in der Sekunde das Klima gedreht hat und es war provoziert, nicht von außen, es war provoziert von innen, von der SPÖ ist das gekommen, die sogenannte große Aufregung. Und jetzt, nachdem es dir gelungen ist, in mehreren Wahlen, also Kommunalwahlen, und zuletzt Nationalratswahl 2017, einen so tollen Erfolg für die Freiheitlichen einzufahren, dass eine rot-schwarze Koalitionsfortsetzung sich verboten hat, jetzt versuchen sie es indirekt auszugrenzen. Nicht einmal Europa macht damit, ja, auch wenn sie möchten, aber die indirekte Ausgrenzung. Und das ist ein politischer Skandal, ein demokratiepolitischer Skandal. Und gegen den werde ich auftreten, solange ich politisch agiere und denken kann. Und das ist ungeheuerlich. Klare Worte, wie üblich, von Ursula Stenzel. Martin Rubeck ist ja auch gelernter Historiker. Auch Sie sind eine Historikerin und deswegen haben wir für Ihr Lesestück eine andere Stelle ausgewählt. Das Buch enthält immer wieder historische Rückblicke auf die Geschichte unserer Gesinnungsgemeinschaft und des Dritten Lagers und eine kleine Episode mit einer vielleicht ganz unerwarteten Kombination wird Ursula Stenzel uns jetzt vortragen. Ja, sehr gerne. Im Gegensatz zum Autor des Buches habe ich das in großen Lettern geschriebene kleine Manuskript nicht im Auto vergessen. Und ich würde sagen, es ist eine Episode, die politisch sehr signifikant ist und der ich fast einen größeren Titel gegeben hätte, denn sie ist versteckt in einem sehr historischen, breiten, eingebetteten Kapitel, das faktisch seinen Anfang bei der Französischen Revolution nimmt. Ich hätte diese Episode, die wirklich sehr interessant ist und mich auch überrascht hat, ich kannte sie nicht, hätte ich genannt, wie die Freiheitliche Partei unter H.C. Strache das Kreisky-Archiv gerettet hat. Und das möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Die Große Koalition ist seit 1945 quasi Staatsdoktrin. Die Beteiligung der KPÖ an einer Konzentrationsregierung bis 1947 der sowjetischen Besatzungsmacht geschuldet. Dank ihres Mandatsvorsprungs bei Nationalratswahlen stellt die ÖVP immer den Bundeskanzler. 1966 44,4% sogar für eine absolute Mandatsmehrheit und die Alleinregierung. 1970 gelingt dem SPÖ-Spitzenkandidaten Bruno Kreisky jedoch eine Sensation. Er jagt der ÖVP nicht nur die absolute Mehrheit an Mandaten, sondern auch die relative Mehrheit an Stimmen ab. Diese 48,4% allerdings nicht für eine Alleinregierung. Und Kreisky bricht mit einem Tabu. Der konfessionslose Agnostiker aus einer jüdischen Familie hat einen starken Hang zur FPÖ. Waren doch einige seiner Verwandten freiheitliche Politiker im deutsch-böhmischen Teil der Donaumonarchie. Er schließt mit der FPÖ ein politisches Geschäft ab. Die Freiheitlichen unter ihrem Langzeithofmann Friedrich Peter, 1958 bis 1978, stimmen im Nationalrat einer roten Minderheitsregierung und dem Budget zu. Dafür beschließen beide gemeinsam ein für die FPÖ faireres Wahlrecht. Mit seiner Angelobung als Bundeskanzler wird Bruno Kreisky kurioserweise auch Mitglied im Parteivorstand der ÖVP, denn in deren Parteistatut steht, dass der Bundeskanzler der Republik Österreich automatisch den Bundeskanzler
Bundesvorstand angehört. Und dieses Selbstbewusstsein muss man erst einmal haben. Sofern liegt dem Schwarzen im ersten Vierteljahrhundert der Zweiten Republik der Gedanke, dass ein Roter Regierungschef werden könnte. Dank des neuen Wahlrechts erhält die FPÖ bei der Nationalratswahl 1971 für die gleichen 5,5% 10 statt 6 Mandate, auch weil die Gesamtzahl der Sitze von 165 auf 183 erhöht wird. Und die SPÖ holt die absolute Stimmen- und Mandatsmehrheit. Als Kreisel 1983 die absolute wieder verliert und sich schwer krank in die Pension zurückzieht, bringt er noch eine rot-blaue Koalition auf Schiene. Fred Zinnowatz wird roter Bundeskanzler und Norbert Steger blauer Vizekanzler. Es ist eine nette Episode in der österreichischen politischen Geschichte, dass es FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache sein wird, der 2010 das Kreisgearchiv rettet. Ein FPÖ-Bezirksrat, der sitzt hier, ist der Autor des Buches, Martin Hofer. Ja. Vormittag des 4. November 2010 als Student zufällig während einer Seminarexkursion im Kreisgearchiv anwesend, als dort die telefonische Nachricht einlangt, dass die Subvention ab dem Folgejahr definitiv gestrichen werde. Das schlägt ein wie eine Bombe, weil diese für die Wissenschaft wichtige und gut geführte Institution damit Anfang Jänner 2011, just wenige Tage vor Kreiskis 100. Geburtstag, schließen müsste. Noch um 11.51 Uhr läuft Straches Protest, dessen Sympathie für die Kanzlerlegende ja kein Geheimnis ist, via APA-Aussendung über die Redaktionsbildschirme. Es kommt dann auch darüber zu einer Debatte im Nationalrat, die vor allem den Roten sehr peinlich ist. Jedenfalls wird danach die fortwährende Finanzierung des UNO-Kreisgearchivs sichergestellt. Für die kurze Leseprobe und eine kurze Frage noch am Schluss. Sie sind ja nicht nur eine erfahrene Politikerin, sondern waren und sind auch eine neutrale und profunde politische Analytikerin. Das Buch Vom Rebell zum Staatsmann beschreibt, wie Hartz Strache sich verändert hat. Meine Frage jetzt, wie hat Hartz Strache umgekehrt die österreichische Innenpolitik verändert auf seinem Weg? Ja, hervorragend. Er hat einmal einen Großteil der österreichischen Wählerinnen und Wähler eine potente, überzeugende und kraftvolle Stimme gegeben, die so stark ist, dass er Politik machen und verändern kann. Mit HC Strache als Vizekanzler haben wir natürlich einen Mann an der Spitze dieser Regierung, der die Veränderungen, die dieses Land so dringend braucht, vorantreibt. Und ich glaube, ohne diesen freiheitlichen Willen und ohne deine Energie, etwas zu verändern, zum Bessern im Land für die Österreicherinnen und Österreicher, würde vieles oder gar nichts an den Reformvorhaben, die Bundeskanzler Kurz sehr gut präsentiert, national und international, wäre das nicht möglich und nicht denkbar. Daher die Kraft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach diesem gewohnt temperamentvollen Beitrag von Ursula Stenzel freuen wir uns ganz besonders, als nächstes bei uns auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Den Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark, den Bundesminister für Landesverteidigung, Herrn Mario Kudasek. Herr Minister, die Steiermark hat
hat sich zum größten Konkurrenten für Kärnten entwickelt, wenn es um die Rolle als die FPÖ-Hochburg schlechthin geht. Bei der Nationalratswahl 2013 Nummer 1, zuletzt so knapp dran an der Nummer 1 wie keine andere Landesgruppe der FPÖ. Bei der Bundespräsidentenwahl in beiden Wahlgegenden eine Mehrheit für Norbert Hofer. Wenn man darauf zurückblickt, dass die FPÖ 2005 aus dem steirischen Landtag geflogen ist, ist das ja ein unglaublicher Aufstieg innerhalb von nur 11 Jahren. Hätten Sie sich das damals auch nur träumen lassen? Wie war Ihre Gefühls- und Gedankenwelt 2005 und vor allem, welche Erwartungen haben Sie damals in Hatzestrafe gesetzt? Ja, also viele, die heute hier sind, sind ja auch Wegbegleiter gewesen, damals schon, und ich kann so viel schon sagen, und ich glaube, das deckt sich mit der Gefühlslage vieler, die damals dabei gewesen sind, nämlich vor allen Dingen auch nach der Landtagswahl 2005, wo ja die steirischen Freiheitlichen aus dem Landtag rausgeflogen sind, wo es uns wirklich hart erwischt hat, dass mit dieser Entwicklung so natürlich in diesen Stunden und Tagen niemand gerechnet hat. Das war eher eine Trauerstimmung. Ich kann mich gut erinnern, wie wir uns nach der Wahl, das war Anfang Oktober 2005, in der Landesgeschäftsstelle am Sonntag getroffen haben. Die Mitarbeiter haben geweint, wir haben nicht gewusst, wie es weitergeht mit der Partei, wir haben einen doch erheblichen Berg an Schulden gehabt. Also es war alles andere als Aufbruchstimmung. Und das waren auch meine Erlebnisse in diesen Stunden und auch mein Gefühl, das aber trotzdem dann dazu geführt hat, dass sich genau jene dann wieder gefunden haben, die an diese Freiheitliche Partei geglaubt haben. Und das war nicht einfach, aber es war eine Mischung aus älteren Kameraden, die bei der Stange geblieben sind und die Fahne hochgehalten haben, und Jüngeren. Und einer der Jüngeren damals war ich. Und somit glaube ich, dass aus diesem sehr schwierigen Tag und aus dieser schwierigen Landtagswahl letztlich auch etwas sehr Positives entstanden ist. Und ich glaube, ohne diesen historisch schwierigen Tag wird es die starke Freiheitliche Partei in der Steiermark nicht geben. Und da schließt sich aber auch der Kreis zu unserem Bundespartei. Heinz Christian hat uns bereits einige Wochen nach der steirischen Landtagswahl wieder Optimismus gegeben. Es war dann die Wiener Landtagswahl. Ich sage jetzt auch mit Verlusten, aber wir waren vertreten. Das war für uns ganz, ganz wichtig zu wissen, die FPÖ ist nicht tot, die FPÖ lebt, und sie lebt im Wiener Landtag. Und dann natürlich die Nationalratswahl 2006, wo wir einen sehr guten Erfolg auch hatten, wo wir auch wieder zwei Abgeordnete aus der Steiermark stellten, nämlich Dr. Gerhard Kurzmann und Wolfgang Zanner. Zu verdanken haben wir das vielen Faktoren gehabt, aber ohne den Heinz Christian, der als junger, dynamischer Mann, der an diese Partei geglaubt hat, glaube ich, wäre es nicht gegangen. Und dieser junge, dynamische Mann ist heute Vizekanzler und noch immer Präsident unserer Bundespartei. Aber deshalb mache ich mir weder um die Steiermark noch um die FPÖ. Herr Minister, ich darf da gleich anknüpfen. Sie haben selbst gesagt, aus diesen sehr, sehr schwierigen Anfängen 2005 ist letztlich etwas sehr Positives geworden, 2017 spätestens, und genau dorthin machen wir jetzt einen großen Sprung mit Ihrem Lesestück, Ihrer Leseprobe unter dem Titel 2017 grünes Licht für Türkisblau. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin auch wie immer gut vorbereitet. Ich gebe es zu, ich werde einmal ausgedruckt in der richtigen Schriftgröße, aber ich werde versuchen, es trotzdem so vorzutragen, dass es auch dem Autor entspricht. 2017 grünes Licht für Türkisblau. Speed Kills, das haben sich einige Mitglieder der FPÖ-Bundesparteileitung im Kopf, als sie sich am Samstag, dem 16. Dezember 2017, im Wiener Hotel Intercontinental einfinden. Erst am Dienstag wurde zu dieser Sitzung eingeladen, für 18 Uhr. Dann wurde eine Vorverlegung auf 15 Uhr ausgeschickt. Gestern schließlich hieß es 13 Uhr. Im Gemeinderatssitzungssaal des Wiener Rathauses witzelten Abgeordnete: Wenn das so weitergeht, erhalten wir in einer Stunde die Nachricht, dass die Sitzung vor 3 Stunden stattgefunden hat. Einige freuen sich auf den offensichtlich bevorstehenden Eintritt in die Bundesregierung. Andere überhaupt nicht. Die meisten aber warten ab. Dass es jetzt doch noch vor Weihnachten soweit sein soll, verunsichert. Hanse Strache geht gleich in Medias Res und nennt die von der FPÖ nominierten Regierungsmitglieder. Er beginnt mit Karin Kneißl.
die Nahost-Expertin, die 7 Fremdsprachen, darunter Arabisch, fließend beherrscht, ist parteilos. Man wolle damit bewusst wieder an eine Tradition Bruno Kreiskys anknüpfen. Sie sei zwar keine Freiheitliche, stimme in den meisten Fragen aber mit der Parteilinie überein. So sehr, dass sie von den Medien als FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidatin gehandelt wurde. War. Ursprünglich seien 7+7 Minister vorgesehen gewesen. Nun seien es 6+6 und 2 Minister im Kanzleramt für die ÖVP geworden. Es sei sich nicht anders ausgegangen. Die Gesundheitsmännerin, wenn der schon Beate Hartinger Klein, werde in die Schlangengrube des Superressorts Soziales, Arbeit, Gesundheit geschickt. Der bewährte Budgetexperte und Nationalratsclub des Nationalratsclubs Hubert Fuchs werde dem VW-Finanzminister als Staatssekretär zur Seite gestellt. Da auf der Bundesparteispitze eine höhere Belastung zukommen, würden die Bundesgeschäftsführung und das Generalsekretariat doppelt besetzt. Hans Weichselbaum erhalte Joachim Stampfer als Verstärkung, Harald Wilimski nach dem Neujahrstreffen Marlene Schwarzer. Mit dem Wechsel von der Opposition auf die Regierungsbank müsse auch der Mentalitätswandel einhergehen. Wir reden nicht mehr über die schierigen Themen dieser Zeit und was alles fürchterlich ist. Die Leute draußen hätten die Schnauze voll von Streitereien. Der Umgang mit Kurz sei wohlwollend gewesen, die Rückmeldungen an ihn Strache seien durchgehend positiv. Das Regierungsprogramm trägt zu 75% freiheitlicher Anschrift. Dann kommt Hans Strache zu einem unangenehmen Thema. Was konnten wir nicht durchsetzen? CETA, das schmerzt. Aber hier hat die ÖVP festgehalten, das ist eine rote Linie für sie. Was wäre die Alternative gewesen? In Opposition bleiben. CETA wäre dann trotzdem gekommen und die Wähler hätten uns durch Sonne und Mond geschossen. Das Ziel müsse sein, sich bei über 20% zu etablieren und mindestens 2 volle Perioden zu regieren. Er selbst werde Vizekanzler und erhalte als Ressort den öffentlichen Dienst und den Sport. Der erste freiheitliche Innenminister der Zweiten Republik heißt Herbert Kickl. Wir schreiben Geschichte. Das Infrastrukturministerium inklusive Forschung übernehme Norbert Hofer. Man werde sich noch wundern, was alles möglich ist. Die 3 Musketiere des Erfolgs der letzten 13 Jahre hätten keine Angst vor Verantwortung. Das sei ganz anders als im Jahr 2000. Das Verteidigungsministerium werde Mario Bundesieg führen. Die Sicherheit sei somit in freiheitlicher Hand. Um die Sorgen des Bundespräsidenten zu entkräften, habe man einen Kontrollmechanismus festgelegt. Die EU-Arzttreffen würden dann ausgelöst und in Kurz bereitfahren. Herbert Kickl ergreift das Wort. HC sei wochenlang in Höchstform gewesen. Die Bundespräsidentenwahl könne man als Weichenstellung sehen. Seit dieser sei man in einer neuen Qualität unterwegs. Bruchlinien gäbe es nur in der ÖVP, wo es die türkisen Quereinsteiger mit schwarzen Landesfürsten zu tun bekämen. Dann trifft Kickl einen Nerv beim Auditorium. Das ist mit ein bisschen Bauchweh, aber wenn man das nicht hätte, wäre man ein größenwahnsinniger Vollidiot. Sebastian Kurz sei fair gewesen, Van der Bellen habe man in vielen Gesprächen davon überzeugen können, dass man mit Messer und Gabel esse und nach dem Guten strebe. Die größte Klammer zwischen HC und dem Bundespräsidenten sei die gemeinsame Nikotinabhängigkeit. Er habe HC immer geraten, eine Schale Chick mitzunehmen. Er persönlich sei auch ein bisschen wehmütig, weil eine neue Ära beginnt. Norbert Hofer hält fest, dass er das in dieser Konstellation vor einem halben Jahr nicht für möglich gehalten habe. Man habe die letzte Chance ergriffen und es würden im Fremdenbereich keine Kleinigkeiten passieren, etwa werde die Mindestsicherung geändert, wenn uns diese Woche ja. Mario Kunasek unterstreicht den Wunsch der Menschen im Lande nach Sicherheit. Er absolviere am Freitag bereits die erste Angelobung in Zeltweg und dann Weihnachten an der Grenze. Harald Wilimski bekennt, dass er nie ein Freund einer Regierungsbeteiligung gewesen wäre, aber in diesem Moment gäbe es viele begünstigende Bedingungen. Er skizziert diese. Hans Strache blickt darauf zurück, wie stark meinungsbildend man aus der Opposition herausgewirkt habe. Aber eine Fortsetzung bis zur absoluten Spiele ist realpolitisch nicht. Van der Bellen zeige staatsmännische Verantwortung. Für den Fall, dass er Kästil imitieren wolle, habe Strache ihn vorgewarnt, dass er einen Witz dabei haben werde, um den Präsidenten notfalls zum Lachen zu bringen. Als die Diskussion des Auditoriums eröffnet wird, meldet sich nur der Kärntner Gernot Dahmann und er macht es auch kurz. Er bedankt sich beim Podium und bei allen, die an den Verhandlungen beteiligt waren. Um 14:39 Uhr wird der Antrag auf Eintritt in die Bundesregierung zur Abstimmung gebracht und einstimmig. Hans Strache bekennt danach erleichtert, ich bin froh, wenn Heiligabend da ist. Nach ein paar Tagen des Entspannens warte im Jänner mit der niederösterreichischen Landtagswahl die erste Herausforderung. Er schließt die Sitzung mit einem Gehen wir's an.
Gehen wir es an, waren die letzte Worte in der Leseprobe. Herr Minister, wie ist es eigentlich dann vor ungefähr einem Jahr für Sie persönlich angegangen? Wie läuft das eigentlich konkret ab? Wie darf man sich das vorstellen? Wie wird man in der FPÖ verteilt als Minister? Ja, zunächst möchte ich noch was ergänzen. Da muss ich den Martin ein bisschen korrigieren. So wie der Heinz-Christian kenne, hat er schon Gelmersraum gesagt, aber er hat dieses Gelmersraum liebe Freunde gesagt. Da bin ich davon überzeugt. Jeder, der den Heinz-Christian kennt, der weiß, dass er das so formuliert. Aber insgesamt, wie wird man Verteidigungsminister? Ich glaube, da müsste man jetzt wahrscheinlich den Heinz-Christian fragen. Also ich kann nur sagen, wie habe ich diese Phase der Regierungsverhandlungen und dann dieses Konkretwerden vielleicht erlebt. Jeder, der auch den Heinz-Christian kennt, weiß, er ist da keiner, der viel telefoniert, aber einer, der sehr viele SMS schreibt. Und irgendwann einmal im November hat mich so eine SMS erreicht, dass er im Plane, so das Verteidigungsministerium zur FPÖ kommen, mich dort vorzuschlagen. Und ich war gerade am Balkon, habe auch eine geraucht. Dann bin ich zu meiner lieben Frau, damals noch Verlobten, hinein und habe gesagt, Schatzi, ich glaube, wir müssen reden. Wir haben ein Problem. Ja? Nicht deshalb, weil meine Lebensplanung natürlich eine andere gewesen ist. Und viele gewissen, ich bin 2015 aus dem Nationalrat raus, bin dann in die Landtagswahl gegangen. Wir haben eine sehr gute Landtagswahl geschlagen mit fast 27%. Und der Plan war natürlich, in der Steiermark zu bleiben und die Landtagswahl 2020 vorzubereiten. Aber wenn man so eine Frage gestellt bekommt, bei Heinz-Christian ist es keiner, der wirklich eine Frage stellt, sondern eher das schon als gegeben natürlich sieht. Er ist ein Mann mit Leadership, genauso hat er das auch formuliert. Der wird diese Frage natürlich mit Ja beantworten und das ist eine große Ehre. Natürlich gibt es dann auch eine große Demut dabei haben, weil natürlich auch ich niemals damit gerechnet habe. Ich war selbst Berufssoldat, 13 Jahre abgewanderter Wehrsprecher, auch unserer Partei, dass du irgendwann Verteidigungsminister bist. Aber eines, glaube ich, kann man sagen, der Heinz-Christian hat bei der Auswahl der Persönlichkeiten, auf die ich erst vorgelesen habe, ein großartiges Händchen gehabt und vor allem eines, und das hat der Martin auch gesagt, er ist selbst in die Verantwortung gegangen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zur letzten Regierungsbeteiligung, wo genau das nicht passiert ist. Und ohne den Beisatz des Heinz-Christian, dass er gesagt hat, ich gehe voran, ich werde Vizekanzler, ich glaube, dann wäre die Entscheidungsfindung für uns, für die Minister, eine schwierigere gewesen. So haben wir gewusst, es ist der Kapitän an Bord, der Kommandant geht voran mit Vorbild, so wie wir das beim Militär auch kennen. Und das war auch dann für uns das Positive und Schöne. Und ich bin stolz darauf, auch Teil des Kanzlers zu sein. Und jetzt ist dann in ein paar Wochen auch schon wieder das erste Jahr in der Regierung herum. Wie sieht das zurückliegende Jahr aus? Aus Ihrer ganz persönlichen Sicht und aus der Sicht Ihres Ressorts, und was steht 2019 in Ihrem Haus an? Ja, die persönliche Sicht ist einfach erklärt. Es ist eine völlig neue Lebenssituation. Natürlich, man ist Pendler bis zu einem gewissen Grad, man verbringt sehr viel Zeit in Wien. Ich habe aber meine Lebensmittel trotzdem in Graz. Wir tun gerade Hausbau. Wir versuchen uns hier sozusagen auch längerfristig anzusiedeln. Es ist viel Kofferpacken dabei. Wir sind, wie gesagt, jetzt sozusagen etwas mobiler als davor. Aber es ist die größte Herausforderung meiner politischen Laufbahn. Wahrscheinlich auch die größte Herausforderung meines Lebens. Ich habe noch keine Kinder, das wird das dann noch toppen. Aber es ist auch gleichzeitig die schönste Zeit, die ich politisch auch erleben darf, weil nicht nur die Verantwortung da ist für ein riesengroßes Ressort mit 22.000 Mitarbeitern, mit einem, wenn auch geringen, aber doch beachtlichen Budget von 2,2 Milliarden Euro. Das heißt, das ist Verantwortung, aber jeden Tag riesengroße Freude, dieses Bundesheer wieder auf Vordermann zu bringen. Das haben wir auch versucht in den ersten Monaten. Wir haben eine Struktur eingenommen, eine neue. Das heißt, ich habe gewisse Überschriften, die Doskozil gesetzt hat, aber nicht mit Leben befüllt hat, zurückgenommen. Ich glaube, ich bin auch so wahrgenommen worden. Ich bin jetzt nicht der schillerndste Minister. Das muss ich aber nicht sein. Ich bin der Verteidigungsminister der Republik Österreich. Und ich habe dafür zu sorgen, dass dieses Bundesheer jeden Tag 24 Stunden, 365 Tage im Jahr einsatzfähig ist für die Sicherheit Österreichs. Und genauso lebe ich diese Verantwortung. Danke Mario Kunzek, danke dem Bundesminister für Landesverteidigung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unseren nächsten Gast werden wir, wenn es dann soweit ist,
direkt ans Rednerpult für die Leseprobe bitten und dann erst zu uns aufs Sofa, damit das Aufstehen und Hinsetzen fällt. Eine Kleinigkeit möchte ich aber schon noch dazu sagen. Ich habe unseren nächsten Gast im Vorfeld gefragt, vielleicht das Lesen gleich im Sitzen machen. Es ist sofort eine Antwort gekommen. Stehpult mit drei Rufzeichen, meine Damen und Herren, eine Bauerfrau mit Babybauch. Herzlich willkommen auf der Bühne, Philippa Strache. Ich bin die Jüngste in der Runde, aber auch ich habe es riesengroß ausgedrückt bekommen. Ist eh gut. Mein Kapitel fängt 2016 an. 2016, Norbert Hofer, blauer beinahe Bundespräsident. Der Abgeordnete plärt seine Ablehnung aus der Mitte des Auditoriums gegen das Präsidium hinauf. Es ist Freitagabend, der 15. Jänner 2018. Die Bundesparteileitung der FPÖ tagt. Nun sitzt die Bundesparteileitungsmitglieder also in jenem nüchternen Raum der Welser Messe und erleben den heftigen Widerspruch des Abgeordneten. Was aber ist der Grund für diesen lautstarken Ausbruch? HC Strache hat die Diskussion darüber eröffnet, ob die FPÖ zu der im April anstehenden Wahl des österreichischen Bundespräsidenten einen eigenen Kandidaten aufstellen solle. Nun gilt es also wieder, das Thema Kandidatur zu diskutieren. Und in Wels zeigt sich das Gleiche wie im Jänner 2016 bei den monatlichen Stammtischtreffen der Wiener Bezirksgruppen. Darauf angesprochen sind mittels Handzeichen zwei Drittel der Anwesenden dagegen und es findet sich immer einer, der auch lautstark dagegen Stimmung macht. In Wels tritt nun wieder ein markantes Merkmal HC Straches zutage. Er ist der unumschränkte, unangefochtene Parteichef. Er hätte einfach verkünden können, dass die FPÖ teilnehmen werde, selbst wenn seine Mitstreiter davon aus den Medien erführen, nehmen sie es ihm, wenn überhaupt, nur kurzzeitig übel. Strache weiß das. Aber er will nicht, dass ihm das Parteivolk nur deshalb folgt, weil es von ihm überzeugt ist. Er will, dass es auch von der Sache selbst überzeugt ist. Nach allen derzeitigen Umfragen liegen wir bei 32-35%. Ihr wisst, dass ich von Umfragen nicht viel halte, aber wir sind derzeit wahrscheinlich tatsächlich die Ersten. Jede Partei wird einen Kandidaten aufstellen und ausgerechnet die Erstplatzierten nicht. Wir erheben den Anspruch, mitzuregieren und die Dinge im Land wieder zum Guten zu wenden. Aber wie sollen wir die Regierung Österreichs anpacken, wenn wir nicht einmal einen Präsidentschaftswahlkampf anpacken? Das würde draußen niemand verstehen. Außerdem, das ganze Frühjahr wird die innenpolitische Diskussion über die Schiene der Präsidentschaftskandidaten laufen. Wir würden über Monate nicht mehr vorkommen. Nach einer kurzen Pause der allgemeinen Nachdenklichkeit in den Sitzreihen kommt Strache vom Pflichtaspekt der Kandidatur zum erfreulichen Teil. Und wir haben heuer die ernsthafte Chance, unseren alten Rekord zu brechen, vielleicht sogar mit einem Zweier vorne. Und wer weiß, was passiert. Vielleicht gelingt es sogar, in den zweiten Wahlgang zu kommen. Auch wenn unser Kandidat dann gegen den roten oder schwarzen Kontrahenten keine Chance hätte, so wäre ein erstmaliger freiheitlicher Kandidat in einer Stichwahl schon ein sehr, sehr starkes Signal. In der anschließenden Diskussion verstummen die Kontrahenten bald. Eine harmonische halbe Stunde später steht fest, die FPÖ wird einen Kandidaten aufstellen. Der eingangs erwähnte Abgeordnete bemerkt, dass er völlig falsch gelegen ist und sich obendrein ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt hat. Er muss keine Konsequenzen befürchten, denn Strache schätzt offen artikulierten Widerspruch sogar. Argumentiert jemand gegen eine Aussage Straches, wird er zwar während der nächsten Tage von seinen Kollegen geneckt, dass die Betonpatschen bereits angerührt seien, aber er wird sich auch Jahre später noch in dieser Runde wiederfinden und vielleicht sogar einen Funken, eine Funktion oder eine Ebene höher bekleiden. Sein akustischer Ausbruch zu Beginn wird dem Abgeordneten also nicht schaden, aber unangenehm ist er allemal. Bauernschlau kratzt er die Kurve, er ruft zum Präsidium hinauf, wenn es der Norbert macht, dann bin ich dafür. Norbert Hofer, Parteivize und dritter Nationalratspräsident, sitzt neben Strache und verdreht genervt die Augen.
Für Strache beginnen in diesem Moment nach den Mühen der Berge die Mühen der Ebenen. Norbert Hofer ist sein absoluter Wunschkandidat, aber wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die Nominierung. Hofer ist leidenschaftlicher Nationalratspräsident und das füllt sein Leben auch restlos aus. Hinzu kommt Hofers körperliche Behinderung. Ein wochenlanger Wahlkampf mit öffentlichen Auftritten im Staccato durch ganz Österreich liegen ihm gedanklich völlig fern. HC Strache weiß das alles nur zu gut und respektiert es auch. Aber er schätzt Hofer stärker ein, als dieser es selbst tut und hält den hochintelligenten und vielseitigen Sympathieträger für den idealen Präsidentschaftskandidaten. In der darauffolgenden Woche am Donnerstag, den 28. Januar 2016, kommt es schließlich zu einer Art von Showdown zwischen Strache und Hofer. Hofer hat noch alle Einzelheiten in Erinnerung. In der Früh, noch vor der Nationalratssitzung, scheint auf der Anzeige seines Telefons auf: Wir müssen noch einmal reden. Hofer wird zu einer Aussprache in Straches Büro eingeladen. HC bittet ihn zum x-ten Mal, in eine Kandidatur einzuwilligen. Und dieser winkt zum x-ten Mal. Strache geht zu dem Schachbrett, das sich in seinem Büro befindet. Er kommt mit König und Dame zurück. Er will knobeln. König heißt Kandidatur. HC Strache hantiert hinter seinem Rücken. Dann hält der Hofer die beiden Fäuste mit den Handrücken nach oben hin. Dame. Bevor Hofer etwas sagen kann, tut es Strache. Einmal ist kein Macht. Er wiederholt den Vorgang. Wieder. Dame. Strache. Alle guten Dinge sind drei. Hofer entscheidet sich erneut für die Dame und lächelt zufrieden. Da rückt Strache nah an ihn heran, schaut ihm fest in die Augen und sagt: Norbert, du bist es deiner Partei schuldig. Das erzielt beim Umworbenen wesentlich mehr Wirkung als alle Bettelei und Knobelei. HC hat das Ziel doch noch erreicht und beruhigt Hofer jetzt. In 3 Monaten ist es schon wieder vorbei. Beide ahnen glücklicherweise nicht, dass der Wahlkampf sich fast über das ganze Jahr 2016 hinwegziehen wird. Strache macht gleich Nägel mit Köpfen, damit es sich Hofer nicht anders überlegen kann und lässt dessen Kandidatur verlaufen. Bereits am nächsten Tag gibt es die ersten Umfragen in den Zeitungen. 8% werden Hofer zugestanden. Frau Strache, danke für dieses wunderbare Lesestück. Jetzt war gerade von ganz entscheidenden politischen Weichenstellungen die Rede. Sie sind die engste Vertraute des Herrn Vizekanzlers. Wie darf man sich das vorstellen im Hause Strache? Wird da viel über Politik gesprochen? Und wenn dann nur über aktuelle Politik? Oder gibt es von Ihnen hin und wieder auch einmal die Nachfrage, wie war das eigentlich seiner Zeit? Wie ist das damals gelaufen? Wie dürfen wir uns das vorstellen? So alt ist mein Mann auch noch nicht, also so seinerzeit Fragen, die gibt es nicht bei uns zu Hause. Er hat viele Berater, also er hat viele enge Berater, weil er ist einfach ein Mensch, auch wie es diese Passage gut zeigt, ihm ist die Meinung anderer sehr wichtig. Es ist auch in der Partei nicht so, dass er über alle drüber fährt oder über alle Meinungen drüber fährt, sondern ihm ist die gemeinsame Findung einer Meinung sehr wichtig. Und bei uns zu Hause ist es halt so, dass du als Ehefrau von einem Politiker oder überhaupt im Beruf Politiker, das ist auch fast wie verheiratet sein. Und noch dazu hat die Politik einen höheren Stellenwert, weil sie halt immer präsent ist, dass es zu 100% muss das gelebt werden. Und Politik hat auch keine Öffnungszeiten. Es ist nicht so, dass um 9 Uhr Republik Österreich aufmacht und um 17 Uhr ist zu. Sondern das ist immer, es kann immer irgendetwas passieren und es ist auch immer etwas da, was bewegt. Ich glaube aber, was viel wichtiger ist als meine Ratschläge oder ich meine, ich respektiere sehr, dass er mir in vielen Dingen vertraut oder dass er in vielen Dingen meine Meinung einfordert. Viel wichtiger ist es aber, glaube ich, als einen guten Ratschlag parat zu haben, ein offenes Ohr zu haben, weil es oft viel hilft, auch einfach nur über den Tag zu reden oder über bestimmte Themen einfach nur sprechen zu können, als einen guten Ratschlag nach dem anderen zu bekommen. Und ich hoffe, dass wir diese Ebene zu Hause haben und die haben wir, wann immer es notwendig ist. Da gibt es eben kein Mal mehr, mal weniger. Kurz bleiben wir noch bei Ihnen beiden zu Hause, also im persönlichen Bereich. In wenigen Wochen ist es ja soweit. Wie groß ist die Vorfreude auf das gemeinsame Kind? Wie laufen die Vorbereitungen?
Die Vorbereitungen laufen gut. Wir sind da sehr, eigentlich beide souverän. Für meinen Mann ist es ja nicht das erste Kind. Er hat ja schon zwei Kinder, ich habe zwei Stiefkinder. Wir gehen, glaube ich, beide sehr entspannt an die Sache ran. Ich bin nicht die erste Frau, die Mama wird. Also es wird schon nicht schief gehen. Sie haben vor einigen Monaten auch eine weitere wichtige neue Aufgabe übernommen, nämlich als Tierschutzbeauftragte in der FPÖ. Erzählen Sie uns kurz etwas über Ihre Motivation, was sind die Ziele und vielleicht auch gleich eine Anregung, wie man helfen kann. Ja, helfen. Beim Tierschutz kann in erster Linie halt jeder sich selber fragen, was er tun kann oder welchen Beitrag er von sich aus leisten kann, weil es ist immerhin etwas, was uns schutzbefohlen ist, was nicht für sich selbst sprechen kann und was unsere Stimme ein bisschen braucht, um eben stärker zu werden. Hier im Publikum sitzt ein Mann mit einem Löwenherz auch für den Tierschutz, der bei uns im Nationalrat tätig ist. Sehr prima, du hast den Fall schon begrüßt. Sehr froh, dass ich ihn habe und vor allem auch, dass wir schon viele gute Gespräche führen konnten. Und ich habe ihm vor kurzem erst geschrieben, dass ich mich wirklich freue auf das kommende Jahr und auf viele Projekte, die wir noch gemeinsam machen können, weil es eben ein wirklich wichtiges Anliegen ist. Für mich ist halt auch wichtig, dass Tierschutz relativ rational betrieben wird, dass man eben wirklich möglichst viel weiterbringen kann, dass man sich vielleicht nicht in Sackgassen aufhält, wo man sieht, okay, da geht es noch nicht, sondern dass man zumindest versucht, Weichen dort zu stellen, wo man sie stellen kann, und dann an ein finales Ziel zu kommen. Für mich war es auch großartig, diese Aufgabe zu bekommen. Das Allerwichtigste ist für mich, dass ich es schaffe, das vielleicht ein bisschen überparteilich zu gestalten, weil es ist halt eine überparteiliche Sache, weil Tierschutz ist nichts, was irgendwie von einer Partei vereinnahmt werden kann, weil es eben um das Tier geht und das Tier hat in erster Linie keine Stimme. Jetzt ist nur noch ein einziger Platz frei auf unserer Couch, die schon langsam ein bisschen nach Wetten, das ausschaut, außer dass mir ein bisschen die lange wallende Mähne von Gottschalk fällt. Diesen Platz werden wir besetzen mit der titelgebenden Hauptperson dieses Buches, Hatze Strache von der Welt zum Staatsmann. Und ich bitte noch einmal um einen kräftigen Applaus für den Bundesparteiobmann. Herr Vizekanzler, zu einem solchen Biografieprojekt gehören ja mindestens drei. Der Verlag einerseits, der Autor selbstverständlich und die Hauptperson, um die sich in dem Buch alles dreht. Daher auch noch einmal an Sie die Frage, wie hat sich die ganze Sache aus Ihrer Sicht entwickelt? Wie ist das Verhältnis zum Autor und vor allem, wie gefällt Ihnen das Ergebnis? Ja, zum einen, die Vorgeschichte hat ja der Autor, Peter Martin, dargelegt, wie lange wir uns bereits kennen, und das ist jetzt 30 Jahre her, wo wir beide Rebellen waren und damals schon überlegt haben, wie können wir in der Partei einiges verändern und zum Besseren gestalten. Und als er mich zugekommen ist und mir damals gesagt hat, du so ein Projekt, das wäre interessant, wie stehst du dazu? Habe ich natürlich gesagt, du, das finde ich gut, wenn du sowas machst. Du bist Historiker, du hast viele Bücher geschrieben und es fehlt eigentlich so eine Aufarbeitung auch aus historischer Sicht, aus der Innensicht heraus. Und wenn das nicht gemacht wird, dann geht vielleicht vieles auch verloren oder wird vergessen und wird dann nicht dokumentiert. Und so gesehen habe ich das Projekt natürlich unterstützt und gesagt, du, ich bin gern bereit, das zu begleiten, und setzen wir uns zusammen und reden über die unterschiedlichsten Zeitfaktoren und Erinnerungen. Und ich meine, der Martin hat ja selbst viel erlebt, wer das Buch liest, sieht, vieles ist ja aus der Sicht und Perspektive von Martin herausgeschrieben. Wir sehen, dass ich im Pendelstudent, als ich immer
kein Geld gehabt habe und er mir angeschnallt hat, dass er mich einlädt und das Bier bezahlt. Ne? Ich habe dann ja, Jahre später in der Arbeit dort auch auf ein Bier zurück eingeladen. Ne? Aber so ist es halt. Und diese unterschiedlichen persönlichen Erinnerungen und Erlebnisse, die dokumentiert er da drin, auch in dem Buch. Und das ist aus einer sehr interessanten persönlichen Sicht heraus, von der Sicht des Autors, natürlich besonders spannend. Und eine letzte Leseprobe aus diesem Buch hören wir jetzt direkt von Ihnen. 2005, Wienwahl, Phönix aus der Asche. Bitte sehr. Phönix aus der Asche. Du hast mir mein Orange verpasst. Dieses Lied, 1973 von Brigitte Weil, veröffentlicht und 1982 durch den Austropopagen Wilfried erst so richtig bekannt geworden, geht dem Mitarbeiter des Gemeinderats- und Landtagsclubs der Wiener Freiheitlichen an diesem Morgen nicht aus dem Kopf. Er hat von seinem Schreibtisch aus freie Sicht in den Vorraum, in dem sich für ihn Gespenstisches abspielt. Es ist Mittwoch, der 28. April 2005. Um 9 Uhr beginnt eine Sitzung des Wiener Gemeinderats. Es ist die erste seit der BZÖ-Abspaltung durch Jörg Heidrich. 3 Wochen lang lavierten einige der 21 Wiener FPÖ-Landtagsabgeordneten herum, ob sie sich dem BZÖ anschließen oder der FPÖ die Treue halten sollen. Heute gibt es Farbe zu bekennen, und zwar buchstäblich. Den Clubmitarbeiter mit der starken Vorliebe für Orange trifft es besonders hart. Seit kurzem ist Orange die Modefarbe schlechthin geworden. Man kann sie jetzt von Kopf bis Fuß tragen. Der Clubmitarbeiter hat nichts davon. Denn seit diesem Monat ist es die Farbe jener Abtönigen, die seine weltanschauliche Heimat zerstören wollen. 8 Abgeordnete haben sich nun in Wien endgültig für das BZÖ entschieden. Sie finden sich im Vorraum ein und jeder und jede trägt irgendein oranges Accessoire. Eine Krawatte, eine Bluse, einen Schal, eine Strumpfhose, was auch immer. Sie sind gut gelaunt und stoßen mit Sekt an. Dass sie nicht von irgendwoher in den Gemeinderatssitzungssaal gehen, sondern sich ausgerechnet hier treffen, ohne die Mitarbeiter eines Blickes zu würdigen, soll wohl eine Demonstration darstellen. Für die Mitarbeiter und verbliebenen freiheitlichen Abgeordneten mutet es surreal an, dass ausgerechnet jene zu ihrer Kleider hinüberwechseln, die auch in dessen besten Zeiten eher schaumgebremste Verehrer waren und sich nach 1999 schnell von ihm abwendeten. Im krassesten Fall steht Günter Barnett da. Im Februar 2003 sagte er in einem News-Interview folgendes Zitat: Wir können nicht ewig ein Jörg Leiter Wahlverein bleiben, sondern brauchen ein erkennbares Profil. Ich glaube, er, Heider, ist die Birgit Zarater der österreichischen Innenpolitik. Eine ältere Oberhändentiefer eben. Zitat Ende. Barnett wird in Folge Chef des BZÖ in Wien. Das BZÖ Wien und überdies Clubdirektor für das BZÖ im Nationalrat. Es gibt in mehreren Fällen zweifellos persönliche Motive für den Wechsel. Eine Abgeordnete folgt ihrem Lebensgefährten, der wiederum von seinem besten Freund seit Sonntag-Kastentagen abgeworben worden ist. Ein anderer hasst einen Mandatskollegen abgrundtief. Wäre jener zum BZÖ gegangen, so wäre dieser bei den Freiheitlichen geblieben. Die politisch-ideologischen Begründungen sorgen jedoch nur für Kopfschütteln. Eine Abgeordnete, der das Fremdenrecht nicht restriktiv genug sein konnte, lässt plötzlich Sätze vom Stapel wie: Ich möchte nicht mehr in einer Partei dabei sein und dieser angehören, die nur gegen Ausländer ist. Eine seltsame Truppe, die der FPÖ-Volksanwalt Eberl Stadler öffentlichkeitswirksam als Bienenzüchterverein Österreichs verspottet. Später wird Stadler selbst dort landen. Für die Clubmitarbeiter im Wiener Rathaus erreicht die Niedergangsstimmung an diesem Tag eine apokalyptische Dimension.
Aufgrund der ungebremsten Talfahrt seit dem Regierungseintritt im Jahr 2000 und des Rückzugs Jörg Haiders nach Kärnten, von wo aus dieser seine Salben abschießt, denken Sie immer intensiver auch über Ihre eigene Zukunft nach. Die Beamten unter Ihnen, deren Zahl man an einer Hand abzählen kann, brauchen keinen Jobverlust zu fürchten. Sie beschäftigt anderes. Wird es für Sie Bewegtes heißen oder das klassische Wir den Besiegten, werden Sie zukünftig in einem fensterlosen Kellerraum für das Zählen von Büroklammern zuständig sein? Man kennt solche Beispiele von Beamtenkollegen in Magistratsabteilungen, die mit ihrer politischen Meinung zu vorwitzig waren. Oder werden Sie in ein Großraumbüro kommen, in dem der Vorgesetzte einen zum Gaudium aller mobbt? Die Privatangestellten der Partei haben ganz andere, aber nicht minder drückende Sorgen. Sie sind beruflich gut verwendbar, aber entweder in Bereichen, wo sich schon Warteschlangen bilden oder dort, wo Linke und Linksextreme das Sagen haben und man von vornherein ein Jet zu hören bekäme. Es werden Jobangebote studiert, Zusatzausbildungen begonnen, Geschäftsideen gewälzt und dabei Kalkulationen mit den Ersparten angestellt. Die Mitarbeiter gehen davon aus, dass die Freiheitliche Partei Österreichs bei der Wienwahl spätestens im nächsten März den Einzug in den Gemeinderat und Landtag nicht schaffen wird. Laut Umfragen liegen die Freiheitlichen in Wien bei ungefähr 2% unterhalb der berühmten Schwankungsbreite der Meinungsforscher. Aber sie wollen nachher, was immer dann auch beruflich aus ihnen geworden sein wird, in den Spiegel schauen und zu sich selbst sagen können, an mir ist es nicht gelegen. Der Einzige, der zu diesem Zeitpunkt ungebrochen Optimismus an den Tag legt und auch die anderen von einem glücklichen Ende überzeugen will, ist Hanse Strache. Er befindet sich schon früh im Wahlkampfmodus, so manche Nacht dingelt er durch die Studenten Wiens und begeistert in unzähligen persönlichen Gesprächen die Jugendlichen von seinen Ideen. Vizekanzler, wir haben es gerade gehört, durch die Orangen war die Situation damals nicht gerade rosig, viele haben schwarz gesehen. Wie war das für Sie ganz persönlich, in so einer verfahrenen Situation die Verantwortung zu übernehmen? Immerhin für eine Gesinnungsgemeinschaft, die ja damals schon seit über 150 Jahren, seit 1848 zumindest bestanden hat und unmittelbar vor dem Ausgestanden ist. Wie lebt es sich mit so einer Verantwortung und so einem Druck? Also zum einen muss man festhalten, Orangen sind dazu da, um ausgepresst zu werden. Das war also immer mein Zugang und als Freiheitlicher mit dieser klaren Gesinnung, die sich aus der 1848er Revolution heraus begründet hat, war mir immer klar, eine Gesinnung wechsle ich nicht. Das ist nicht wie eine Unterhose, die jeden Tag zu wechseln ist. Und auch und gerade in schwierigsten Zeiten. Und für mich sind ja viele Anekdoten, Erlebnisse kurz geschildert worden. Unter anderem die Entwicklung 2-3 und das Treffen mit Herbert Kickl. Es gab ja auch Vorgeschichte. Da muss man schon natürlich das ehrlich auch darlegen. Der Jörg Haider hat mich fasziniert und er hat mich mit seiner richtigen freiheitlichen Politik auch angesprochen und war einer der wesentlichen Gründe, dass ich dann auch später bei der Freiheitlichen Partei Österreichs Mitglied geworden bin und mich engagiert habe. Mit dem großen Glauben sozusagen auch an seine Führungsqualität und an eine richtige Entwicklung in dem Land Rot und Schwarz aufbrechen zu können und überwinden zu können. Und dieser Glaube hat dann durch das immer nähere Kennenlernen und durch viele persönliche Erlebnisse dort dann halt Brüche bekommen. Und der eine Bruch, der ja jedem bekannt ist, war 2002 in Knittelfeld, wo er ja im Vorfeld mich angerufen hat und mich gebeten hat, für die Landesgruppe Wien, wo ich Organisationsreferent gewesen bin, zu bitten, meinen Urlaub abzubrechen, sofort nach Wien zurückzukommen, Unterschriften für diesen Sonderparteitag zu sammeln, denn er will wieder Parteichef werden und die Verantwortung übernehmen. Und das war etwas, wie gesagt, natürlich mache ich das. Ich habe den Urlaub abgebrochen, bin von Frankreich nach Wien, habe die Unterschriften in Wien organisiert, damit es zu diesem Sonderparteitag kommt und er wieder
die Parteispitze die Verantwortung auch übernimmt. Und dann erlebt man die weiteren Entwicklungen, wo er sich aus der Verantwortung wieder herausgenommen hat, nicht bereit war einzutreten und alles den Bach hinuntergegangen ist. Und das war natürlich eine riesen menschliche Enttäuschung, wo ich ja für mich dann das erste Mal erkannt habe, vielleicht ist es ein Fehler, jetzt noch weiter auf ihn zu setzen, auf ihn zu bauen, nach all den Entwicklungen. Und wer weiß, wohin das noch führt. Und das war dann in Wahrheit die Entwicklung bis 2003, wo Herbert Kickl, der ja, ja aus seinem engsten Umfeld auch herausgekommen ist, der wirklich persönlich ja, so gut kannte wie kaum einer, damals gesagt hat, jetzt möchte ich den Strache treffen und ich muss mit dem ein offenes Wort sprechen. Und das war die Situation im Einstein, wo ich natürlich hingekommen bin und mir gedacht habe, was will der von mir? Den schickt jetzt sicher der Jörg Haider, um mich auszumachen. Und am Ende, ja, passt ja nicht, du bist dann politisch vielleicht sogar, kriegst die Betonbatschaft, ne, von denen wir heute schon gehört haben. Ne? Und deshalb bin ich mit einer großen Vorsicht auch dorthin gefahren, jetzt klar für Einstein, und habe mir gedacht, was kommt da jetzt? Was wird der Herbert Kickl mir da sagen? Und vor allen Dingen, was will er mir herauslocken, was will er von mir hören? Ne? Und so haben wir uns eigentlich 3 Stunden langsam aneinander herangetastet, in gegenseitiger Vorsicht, in großer Vorsichtigkeit, bis dann eigentlich ein Punkt da war, wo ich gesagt habe, du, noch 3 Stunden, eigentlich ist es wurscht. Ich sage jetzt ganz offen, was meine Meinung ist und wie ich zu der ganzen Situation stehe und wie ich enttäuscht bin über gewisse Entwicklungen. Und ja, und wenn du das dem Jörg sagst, ist mir auch wurscht. Ja? Ich stehe einfach dazu. Ja? Aber red mal offen. Und ich hoffe, dass du das auch so handhabst. Und ich hoffe am Ende, dass wir da beide sozusagen weggehen und ehrlich miteinander umgehen. Und das war dann die Ebene eigentlich, wo dieses offene Gespräch so wichtig entstanden ist und er mir dann sehr, sehr offen gesagt hat, der Jörg Haider plant seit längerer Zeit, sich abzuspalten, eine neue Partei zu gründen. Und das ist eine Riesengefahr. Und die Umgebung, die schlechte, die der Jörg Haider gesammelt hat, versucht ihn da hinzubringen und ihn zu diesem Schritt auch zu bewegen. Und da müssen wir gewappnet sein. Wir wissen nicht, wann es kommt, aber es wird kommen. Und da hat er dann gesagt, du, wie schaut das aus? Wenn so eine Situation kommt, kann man sich auf dich verlassen, bist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Weil dem Einzigen, dem ich es zutraue, das bist du. Du hast die Chance, Wiener Landesobmann zu werden. Du hast die Chance, in deiner Struktur, die du selbst auch in Wien über die Bezirksebene aufgebaut hast, da ein starker Faktor zu werden, um, wenn es darauf ankommt, dem entgegenzustellen und gegenzuhalten. Und das war die Situation, wo dann eigentlich die Redner begonnen haben zu laufen. Was ist, wenn sowas wirklich passiert und wie gehen wir damit um? Und da habe ich ihm dann zurückgegeben, aber du, wenn es so weit kommt, ich stehe schon. Aber kann ich mich dann wenigstens auch auf dich verlassen, stehst du auch? Und vor allen Dingen, wen bringst du dann mit, auf den ich mich verlassen kann? Weil meine Leute kenne ich, die ich mitbringen werde, sind schon einige. Und das war zu dem Zeitpunkt, waren es eigentlich 5 Landesgruppen. Das heißt, 5 Landesgruppen waren damals, und das wusste ich durch viele Gespräche, auch abseits der Öffentlichkeit, die wollten eigentlich bei einem Parteitag, wenn ein Jörg Haider nicht mehr antritt, einen Wechsel herbeiführen und wären bereit gewesen, auch mich zu unterstützen. Und das war sozusagen eine Ausgangsposition, wo wir beide von dort weggegangen sind und gesagt haben, ja, wir vertrauen einander und wenn es darauf ankommt, dann stehen wir. Und ich war davon überzeugt, dann im Jahr 2005, wie das dann wirklich passiert ist. Und Jörg Haider ja die gemeinsame Abmachung leider gebrochen hat. Das muss man ja auch ehrlicherweise noch einmal in Erinnerung rufen. Das war natürlich dann die letzte große Enttäuschung bei mir, wo dann aber für mich aber jetzt dürfen wir sofort die Leute am Tag der Abspaltung, wo die PCD-Pressekonferenz stattgefunden hat. Da hätte ich ihn ja treffen sollen, in einem italienischen Lokal in Wien, in Daniele. Hat dort auf ihn eigentlich gewartet, wie ausgemacht. Nun ist er nicht gekommen, sondern hat die Pressekonferenz zur Neugründung des PCDs gemacht. Und wir sitzen dort, damals der Ilmar Kapers und der Gerhard Bauer. Und warten darauf hin und meine Pressemitarbeiter informieren mich und berichten mir, du, der kommt jetzt sicherlich nicht, weil der hat gerade über die Presse eine Erklärung abgegeben, dass eine Pressekonferenz stattfindet, die Neugründung einer Partei wird verkündet.
Naja, und ab dem Zeitpunkt war klar, jetzt ist es soweit. Ne? Wenn die Abmachung gebrochen ist, ist der Punkt gekommen. Ich habe sofort begonnen durchzurufen in den Ländern, meine Gefolgsleute, Freunde, Weggefährten, wer bereit ist, nach Wien zu kommen, um am Abend, am gleichen Tag, auch eine Sitzung sicherzustellen, um sozusagen zu retten, was zu retten ist, und uns der Verantwortung und Herausforderung zu stellen. Und das Interessante dabei vielleicht noch ganz kurz war, dass nach der Pressekonferenz von Jörg Haider, über die Neugründung der Partei mit des PCDÖ, er dann nachher in dieses Lokal gekommen ist, um sich von mir und uns noch persönlich zu verabschieden. Und das war dann besonders kurril für mich, weil er kam herein, sagt mit Tränen in den Augen, das werde ich nicht vergessen, und sagt, du wolltest noch mich verabschieden, aber ich konnte nicht anders. Ja, und das war mir jetzt noch ein wichtiges Anliegen, mich bei etwas zu verabschieden, aber ihr müsst mich verstehen, ich konnte nicht anders. Ich bin in so einer Situation quasi unter Druck gewesen und es gab für mich keine andere Möglichkeit, das so zu tun, wie ich es getan habe. Ich bitte, ich verstehe das, und hat sich verabschiedet. Das war wirklich ein skurriler Moment. Ja. Und wir waren eigentlich fassungslos, ja, weil ich noch gesagt habe, dann auch, ich verstehe dich nicht, wir haben ja eine Vereinbarung verhandelt. 14 Tage vor dem Schritt ist er dann ins Ausland geflogen und hat von mir persönlich abgerungen, nicht darüber zu reden. Weil er dann zurückkommt und wir gemeinsam eine Pressekonferenz vereinbart haben zur Rettung der Freiheitlichen Partei. Dann das. Das habe ich natürlich nicht verstanden. Und das war mein letzter Bruch, der für mich eben so war wie ein Vater, ja, auf den du aufgeschaut hast, dem du größten Respekt entgegengebracht hast, dem du vertraut hast, dann durch viele Enttäuschungen, die davor passiert sind, schon wo Brüche entstanden sind, dann endgültig den Schritt setzt und wenn du so willst, die Familie im Stich lässt und zurücklässt. Und das war natürlich für mich dann wirklich ein zutiefst emotionaler Moment und Bruch, wo ich dann natürlich auch in Folge natürlich in einer Ausnahmesituation gewesen bin, weil das war für mich ein Mordanschlag an der Vereinigten Partei Österreichs. Ja. Und da war klar, wir müssen alles tun, diese Gesinnungsgemeinschaft zu retten. Und das ist gelungen. Zu viel versprochen, das kommt auch nicht alle Tage vor, dass der Bundesparteiobmann und Vizekanzler so aus dem Nähkästchen plaudert wie jetzt gerade. Der mittlerweile auch längst dienende Parteiobmann in Österreich, diesen langen Weg vom Rebell zum Staatsmann hat er zurückgelegt und niemand hat auf diesem Weg Schritt halten können. Es haben unterwegs sehr, sehr viele andere Parteiobleute ja schlapp gemacht, kann man fast sagen. Und wir haben zur Illustration einen kleinen Einspieler dazu vorbereitet. Bitte. Die man erlebt und bereits überlebt hat als Parteichef.
bin ja mit 35 Jahren damals selbst Parteichef geworden, war knapp jünger damals als der Jörg Haider und der Norbert Schläger, die waren ja auch 35, als sie Parteichefs geworden sind. Und dann, wenn man das zurückdenkt, das sind jetzt fast, ich glaube jetzt im Dezember, ich glaube am 7. Jetzt ganz dann am 27. Dezember, 5000 Tage Parteichef. Ne? Ist eine schöne Zeit. Und Revoluzzer, wenn er in seiner Jugend kein Revoluzzer ist, der hat kein Herz, weil man heute noch immer sagt, man hat kein Hirn. Ne? Also es geht auch immer Weiterentwicklung. Ne? Aber ein bisschen Revoluzzer sein und Rebell sein muss man sich natürlich bewahren, auch als Staatsmann, ganz wichtig, aber nicht immer, nicht mehr so oft. Aber da erlebt man natürlich viel und denkt dann zurück und kann Revue passieren aus in der Analyse. Es ist nicht die Frage des Alters, sondern es ist immer die Frage, wie erfolgreich du als Parteichef bist. Ja? Und solange du erfolgreich bist, wirst du bei demokratischen Wahlen bestätigt. Ja? Und die nicht erfolgreichen Parteichefs eben nicht. Und das ist einfach dieser Unterschied, der es am Ende ausmacht. Es gibt immer Höhen und Tiefen, auch wir in den Phasen von 2005 bis heute auch da oder dort keine Rückschläge erlebt. Ja? Aber da ist dann auch die Führungsrolle entscheidend, dass man solche Rückschläge einerseits überwindet, ja, wieder aufsteht und den Return schafft, damit es wieder aufwärts geht. Und das ist uns immer gelungen und das ist eine Konstante. Und natürlich wird man älter, reifer, ruhiger, gelassener, aber diese Konstante in der politischen Landschaft, die eine konsequente politische Linie verfolgt, als freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft, die ist, glaube ich, schon, die hat eben genau deshalb auch die große Akzeptanz in der Bevölkerung, weil man sich auf uns verlassen kann. Das ist ja nicht nur die Situation, wenn ich Parteichef bin, sondern weil es auch diese konstanten Persönlichkeiten neben mir gibt, wie einen Mario Kummersek, wie einen Herbert Kickl, wie einen Norbert Hofer, auch viele andere Persönlichkeiten, die ja seit dem Jahr 2005 und manche schon früher mich stetig und konsequent und kontinuierlich begleiten. Und das zeigt ja auch als Obmann, wenn man starke Persönlichkeiten neben sich zulässt, dass man selber stark ist, weil man eben begreift, dass eine starke Persönlichkeit auch starke Persönlichkeiten neben einem wichtig sind, weil man dadurch noch einmal stärker wird und die Gemeinschaft noch einmal stärker wird und alle letztlich im Sinne der Gemeinschaft davon profitiert, weil am Ende ist ganz klar, wir alle, wie wir da sitzen, sind austauschbar und wir haben eine Verantwortung, das Beste in unserer Verantwortlichkeitsrolle für die Gesinnungsgemeinschaft und für das Heimatland zustande zu bringen. Und wenn wir einmal gehen, müssen wir, ich sage, den Samen und den Acker so bestellt haben, dass danach durch dieses nachhaltige Haus, das wir gebaut haben, die nächste Generation auch entsprechend wieder erfolgreich weiterarbeiten kann und nicht wie ein kleines Kind am Ende eine Sandbrücke gebaut zu haben und dann drauf zu springen und sie zu zerstören, damit der nächste Obmann es ja schier hat und eine schlechte Grundlage vorfindet. Das ist nicht mein Anspruch, sondern eben der, den ich jetzt gerade beschrieben habe. Und das macht eben Verantwortlichkeit aus. Und so gesehen finde ich es ja lustig, wenn man die alle sieht, die da nicht mehr sind. Die warten noch immer auf die Frage. Kärnte auf der Rotwein von Herrn Kern. Herr Schulz, diese Einzulösung. So gesehen warte ich noch immer vergeblich darauf, aber ja, es ist eigentlich jeder ein Ehrenmann in der Politik. Stabilitätsfaktor Hartze Strache gilt das auch, vor allem wenn man vergleicht mit Schwarz-Blau seinerzeit für die FPÖ-Mannschaft in der Bundesregierung, auch dort konstant ein Stabilitätsfaktor? Ja, mit Sicherheit. Und ich meine, ich bin jetzt 49, ist der erst 50, also ich freue mich auf die nächsten 15 Jahre. Ja. Das wird, also jetzt kommt erst das spannende Alter in der Politik, ja, mit der entsprechenden Erfahrung. Und das natürlich mit der Mannschaft, die wir da in der Regierung haben und in der gesamten Konstellation, ich glaube, das ist auch wichtig herauszustellen. Fehler können immer gemacht werden. Wer Fehler aber wiederholt, der ist wirklich dumm. Und dass wir die Fehler aus der freiheitlichen Regierungsvorgeschichte, nämlich 83, 86 und 2000 bis 2006, alle analysiert haben, schmerzvoll erfasst haben, da war klar, diese Fehler dürfen wir nicht mehr wiederholen. Es war daher klar, wenn wir
in eine Regierungsverantwortlichkeitsmöglichkeit kommen, dann muss klar sein, der Parteiobmann übernimmt die Verantwortung und schickt niemanden vor. Das war mal klar. Der zweite Bereich, es muss ein Regierungsprogramm so verhandelt werden, dass man auch wirklich die freiheitliche Handschrift dort so stark auf einen Stempel aufdrückt, dass jedem, der das liest, klar ist, hier wird endlich auch eine wirkliche inhaltliche Veränderung stattfinden, im Sinne dessen, was wir seit 13 Jahren in der Opposition ja auch versucht haben einzufordern. Und das ist gelungen mit der 75-prozentigen blauen Handschrift im Regierungsprogramm, wobei ich aber sagen muss, ja auch die Schwarzen oder die Türkisen haben 75% im Regierungsprogramm, weil das war für die leicht, ne? Weil die haben ja vor der Wahl mit dem neuen Hochmann das gesamte freiheitliche Programm übernommen. Ne? Also so gesehen, was ich habe, ist kein Leid. Besondere Freude, weil sie mir gezeigt hat, wie stark wir aus der Opposition heraus schon eine Kraft entwickelt haben, nämlich aus der Opposition heraus die ÖVP zu verändern. Weil sie nämlich gewusst haben, wenn die nicht sich verändern und unsere freiheitlichen Inhalte als richtig erfassen und übernehmen, dann werden sie bei der Nationalratswahl keine Chance haben und wir würden stärkste Kraft geworden sein. Das war ja klar. Und so gesehen haben wir eine Veränderung aus der Opposition heraus zustande gebracht und wir haben in dem Regierungsprogramm unsere Inhalte und dann war klar, es müssen die wirklich verlässlichen, nachhaltigen Persönlichkeiten der feindlichen Partei ja, in der Regierungsmannschaft vertreten sein, an Bord sein. Und das war mit dem Marian Kunasek mir besonders wichtig, mit dem Norbert Hofer mir besonders wichtig. Mit dem Herbert Kickl. Auch dort gibt es viele Geschichten, wie lange ich gebraucht habe, den Herbert Kickl davon zu überzeugen, dass er Innenminister werden muss, weil er der beste Innenminister der Zweiten Republik war. Diesen verlässlichen Kern an starken feindlichen Persönlichkeiten, auf die ich mich und wir uns gegenseitig aufeinander verlassen können, neben, ich sage bewusst, einer Außenministerin, die wir hätten als Feindliche sonst das Außenministerium nicht besetzen können, die eine überparteiliche und fachliche Qualität hat, wie seit Bruno Kreisky niemand. Ja. Das war ein ganz ein wesentlicher Schachzug, weil so gesehen haben wir jetzt auch die erste feindliche Außenministerin und den ersten freiheitlichen Innenminister. Und natürlich mit der Beate Hartinger, wo ich wusste, das ist das schwierigste Ressort, soziales Gesundheit. Da braucht es eine, die fachlich wirklich so in dieser Materie drinnen ist, damit man ja fachlich nichts vormachen kann. Und das ist bei ihr gegeben. Und natürlich ist jetzt nicht die gestandene Politikerin und tut sich da oder dort vielleicht oder hat am Beginn da oder dort es ein bisschen schwieriger gehabt, weil sie in den Prozess hineinwachsen musste. Aber alle diese Persönlichkeiten sprechen dafür, dass es eine ganz andere Ausgangsposition wie zuvor gibt. Und das zeigen wir jetzt auch im ersten Jahr, denn ich glaube, man kann jetzt im ersten Jahr schon sagen, das ist eine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen Partei, wo wir unser Meisterstück abliefern. Genauso würde ich es jetzt benennen. Was da in den ersten 12 Monaten bereits an freiheitlichen Kernthemen in Umsetzung gegangen ist, ja, und überhaupt in Umsetzung gegangen ist, ist in den letzten 12 Jahren der Rot-Schwarz nicht ansatzweise passiert. Setzen wir an und wir streiten nicht. Das ist natürlich auch ein Riesenasset dieser Regierung, dass die Chemie zwischen dem Sebastian Kurz und mir passt. Auch das ist eine Grundvoraussetzung, sonst kann es nicht funktionieren. Wir gehen ehrlich, respektvoll und auf Augenhöhe miteinander um. Ja, natürlich handelt es sich um zwei unterschiedliche Parteien. Da gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber wir sind, ich sage ja als Persönlichkeit, waren es genug, zum Hörer zu greifen, zu sagen, du, da passt einiges nicht, setzen wir uns zusammen, reden wir es aus, reden wir uns zusammen, finden wir eine Klärung. Wenn wir die Klärung haben, gehen wir gemeinsam hinaus und verkünden das Ergebnis. Und das ist die Qualität, die, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit geschätzt wird. Und wenn man das Gesamtpaket dann bewertet, dann passen alle Grundlagen, in einer Regierungsverantwortung weiter Erfolgsgeschichte schreiben zu können. Und ich sage das bewusst, das ist mein Anspruch. Ich bin in dieser Regierungsverantwortung, die freiheitlichen Inhalte in der Regierung umzusetzen, der Motor in der Regierung zu sein, ja, und bei der nächsten Nationalratswahl, ja, die Bestätigung und das Vertrauen der Wähler so zu gewinnen, dass wir zulegen, ja, und ich sage mindestens die SPÖ überholen und auf den Platz.
gute harte Sprache. Und bevor wir uns von den Gästen auf der Bühne alle gemeinsam verabschieden, darf ich Ihnen fürs Kommen zum heutigen Abend, zum heutigen Buchpräsentation danken. Kommen Sie gut nach Hause, aber noch nicht gleich. Holen Sie sich vorher das neue Buch Harte Sprache, vom Rebell zum Staatsmann. Und während für die meisten von uns jetzt am Buffet, das der Stocker Verlag aufgefahren hat, der gemütliche Teil des Abends beginnt, schaut es für den Herrn Vizekanzler noch nicht ganz danach aus. Er wird alle Signierwünsche erfüllen, die Sie hier herantragen. Wünschen Sie heute die Gelegenheit. Danke fürs Kommen und einen kräftigen Schlussapplaus für all unsere Gäste auf der Bühne. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!